Effendi! Ich hasse die Ungläubigen. Aber dich möchte ich retten vor dem ewigen Verderben. Hadji Alef Omar, ich bleibe, was ich bin. Ein Giauer? Ein Christ. O Allah. Weißt du, wie es den Ungläubigen nach ihrem Tod ergehen wird? Und? Schlimm. Du kommst in die Gehenna. Dort brennt das ewige Feuer. Und es fließen Bäche, die so stinken, dass der Verdammte trotz seines qualvollen Durstes nicht daraus zu trinken vermag. Und an den Bächen stehen fürchterliche Bäume, auf deren Zweigen Teufelsköpfe wachsen. Siri, es ist schauderhaft. Von 19 bösen Geistern werden die Ungläubigen durch die Feuerströme geschleppt. Und dann müssen sie die Teufelsköpfe essen, ihre Eingeweide zerfleischen und zerbeißen. O Sidi, bekehre dich zum Propheten. Dann komme ich in unsere Hölle. Die kann so schlimm nicht sein. Die steht der euren in nichts nach. Das glaube ich nicht. Du bist ja auch kein Christ. Allah bewahre mich. Du siehst, es gibt für mich keinen drinnen. Glaub das nicht, Sidi. Ich schwöre dir beim Bart des Propheten und bei allen Kalifen, du kommst ins Paradies, wenn du dich zum rechten Glauben bekennst. Sidi, El-Chenit liegt über den sieben Alef. Hügeln. Wir haben auch ein Paradies. Ein christliches? Ja. Aber das nützt dir nichts. Und warum nicht? Weil du da nicht hineinkommst. Glaubst du, dass ich ein schlechter Mensch bin? Nein. Sidi, du bist ein guter Mensch. Das ist ja das Furchtbare. Das verstehe ich nicht. Sidi, Allah verleihe dir ein langes Leben. Aber nach deinem Tod musst du als Ungläubiger in die Gehenna, ins ewige Feuer. Da kannst du doch nicht gleichzeitig in euer Paradies. Das musst du doch einsehen. Du kannst nicht an zwei Orten auf einmal sein, das musst du einsehen. Bekehre dich zum Propheten, Sidi, und die ewige Seligkeit wird sich dir erschließen. El-Chenit liegt über den sieben Hügeln und hat 8 Tore. El-Chenit ist der Himmel der Himmel. Das Glück der Seligen, die auf gold durchwirkten Kissen ruhen und das Wasser aus dem Brunnen Habus Kefsa schlürfen, aus goldenen Schalen, die gereicht werden von ewig jungen Huri und unsterblichen Jünglingen. Und jeder Selige ist 60 Ellen lang und ständig gerade 33 Jahre alt. Was sagst du? Ich bleibe Christ. Aus. Ein Kamel und 2 Pferde. Allah segne deine Augen, das kann ich auch von hier sehen. Die Reiter sind ungefähr vor 4 Stunden hier vorbeigekommen. Wer gibt dir was für diese Weisheit? Eines der Pferde hat einen Hahnentritt. O Sidi, du bist ein komischer Gelehrter. Du widmest viel Sorgfalt der Gangart eines Pferdes, das dir nicht gehört, und lehnst es ab, dich um das Heil deiner Seele zu kümmern. Es ist immer gut zu wissen, wen man vor sich hat. Darf man darüber vergessen, was man vor sich hat? Das war die Karfaui. Du willst mich nicht verstehen. Möge Allah dir verzeihen und mir die Kraft geben, dich vor der Gehenna zu bewahren. Das versuche ich auch gerade. Was? Mich vor der Hölle zu bewahren. Wenigstens noch ein Weilchen. Indem du auf der Erde herumkriechst? Das ist manchmal notwendig, um nicht vorzeitig da runterzukommen. So, wir haben denselben Weg. Ist es denn so schwer zu sagen, La ilaha illallah wie Muhammad Rasulallah? Nicht schwerer, als für dich zu beten. Ya Abunda Ilezi, Fissamavati, Ya Takadessos Moka. Ist das das, was ihr das Vaterunser nennt? Ja. Immer willst du mich zu deinem Glauben bekehren. Denk ja nicht, dass du mich zu einem Abtrünnigen machen kannst. Allah beschütze mich. Lass du mir meinen Glauben, dann lass ich dir auch den deinigen. Ich schwöre dir bei meinem Bart. Ich werde dich bekehren, du magst wollen oder nicht. Ich schwöre es bei meinem Namen. Hadji Halef Omar Ben Hadji Abul Abbas. Geier! Mashallah! Oss!
Ist der Mann eines natürlichen Todes gestorben, Sidi? Er hat eine Wunde am Hals. Und ein Loch im Hinterkopf. Von einem Schuss? Von einem Schuss. Allah verderbe den Menschen, der das getan hat. Wer hat ihn getötet? Seine beiden Begleiter. Aber könnte nicht ein anderer? Nein. Alle Spuren führen hierher. Keine kommt dazu. Christ? Ja. Woran willst du das erkennen? Wenn ein Christ sich ein Weib nimmt, so tauschen beide je einen Ring ohne Stein, in dem oft der Name und der Tag eingraviert werden, an dem die Ehe geschlossen wurde. Und das ist ein solcher Ring? Ja. Aber er kann doch ebenso gut von einem Inglesi oder von einem Nemsi sein, zu deren Stamm du gehörst. Es sind französische Zeichen, die hier zu lesen sind. Aber einen Ring kann man auch finden oder stehlen. Na sicher. Aber auch andere Anzeichen weisen darauf hin, dass der Tote ein Europäer ist. Seine Kleider. Eigenartig. Die Geier sind fort. Sonst bleiben sie und kreisen. Wenn sie nicht etwas anderes finden, wo sie ungestört sind. Ein echtes Tuareg. Diese Mörder! Mögen sie in der Chihanna schmoren! Die Teufelsköpfe sollen ihnen die Eingeweide zerbeißen! Alle! Hier, halt das mal. Kannst du lesen, was da geschrieben steht? Ja. In Blida ist ein französischer Kaufmann ermordet worden. Wahrscheinlich von einem armenischen Händler namens Hamd el-Amassad. Jedenfalls ist der Mann geflohen. Was steht in den anderen Papieren? Das ist ja merkwürdig. In allen dreien steht dasselbe. Jemand muss die Artikel gesammelt haben. Was glaubst du, warum der Tote das alles bei sich hatte? Vielleicht ist er der Mörder. Nein. Der Mörder ist ein Armenier. Der Tote aber ist ein Franzose. Sidi, wenn du jetzt, was Allah verhüten möge, plötzlich tot umfällst, kannst du dir das vorstellen? Ja. Und ein anderer, fast ebenso berühmter Nemsi wie du, würde dich hier in der Wüste finden. Kannst du dir vorstellen, dass ich jetzt dieser Sohn deines Volkes wäre? Es ist nur für einen Augenblick. Ich stelle es mir vor. Soll ich dir zeigen, was dann passiert? Ja, zeig es mir. Du nimmst es mir nicht übel? Nein. Gut, gib mir deine Hand. Dieser Mann ist ein Christ, wie ich aus dem Ring ersehe. Er hat ein Weib und
da es französische Zeichen sind, die ich hier lese, ist er ein Franzose. Und in Wirklichkeit bist du ein Nemsi und keine Tochter deines Landes erfreut sich des Glückes, in deinem Harem auf dich zu warten. So wäre es doch gewesen. Nein, Haleb, so wäre es nicht gewesen. Du hättest nicht gesagt, was ich gesagt habe? Nein. Was dann? Ich hätte gesagt, dieser Mann trägt einen Ring, der einem Franzosen gehört, der sich ein Weib genommen hat am 15. Juli 1830. Vielleicht hat er ihn gefunden. Du hättest nicht gesagt, dieser Mann ist ein Franzose? Nein. Du hättest nicht gesagt, dieser Mann ist ein Christ, der hat ein Weib genommen? Nein, 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 nein. Aber als du dem Toten den Ring abnahmst, da hast du es doch gesagt. Ja. Warum sagst du einmal so und einmal so? Worin besteht der Unterschied? Im Finger. Der Tote hatte seinen Ring am Ringfinger seiner linken Hand. Das heißt, er ist verheiratet. Ich aber habe den Ring am Mittelfinger meiner rechten Hand, ja? Ja, und daraus müsste man schließen, dass der Ring nicht mir gehört, weil es ja ein Ehering ist. Sidi, ich sehe, dass ich unwissend bin. Allah lässt sein Licht leuchten über dir. Darum bekenne dich zum Propheten. Wir haben jetzt anderes zu tun. Wir könnten einen Steinhaufen über ihn errichten. Ja, Aleph. Das sollten wir tun. Bist du ganz sicher, dass der Tod ein Giauer ist? Ja. Wenn du dich aber irrst und er ist doch ein Rechtgläubiger. Das würde ihn auch nicht wieder lebendig machen. Das nicht, aber wir können ihn noch sicherheitshalber mit dem Gesicht nach Mekka begraben. Ich habe nichts dagegen. Es war ein trauriges Werk, das wir in dieser endlosen Einsamkeit begannen. Die Hitze hatte uns schwer zu schaffen gemacht. Und als es vollendet war, wandte Halef sich gegen Morgen. Und ich faltete die Hände, um zu beten. Sie haben mindestens 5 Stunden Vorsprung. Ja. Ja. Dass wir den Ermordeten gefunden haben. Komm! Assalamu alaikum. Hey, alaikum, bisalam. Woher kommt ihr? Von Westen, wie du siehst. Und wohin geht ihr? Nach Sedada. Von welchem Stamm? Dieser hier kommt aus der Ebene der Admar. Und das ist der Sohn des berühmten Stammes der Nemsi. Kara ben Nemsi. Und ihr? Wir sind vom Stamme der Uela Tamalek. Erlaubt ihr uns, bei euch zu rasten? Die Wüste gehört allen. Maraba, ihr seid uns willkommen. Mich belustigte der Name, den mir Haji Halef Omar soeben gegeben hatte. Den meinen richtigen konnte ja niemand aussprechen. Und eigentlich falsch war der neue nicht. Kara stand für Karl, Ben heißt Sohn und mit Nemsi bezeichnete Haji Halef die Deutschen. Aber jetzt war nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Ich musste meine ganze Aufmerksamkeit den beiden widmen. Hast du Geschäfte in Sedada? Ja. Willst du Herden dort verkaufen? Nein. Oder Sklaven? Nein. Oder willst du ein Weib dir dort holen? Bist du ein Giauer, dass du es wagst, einem Mann von seinem Weib zu sprechen? Oder willst du mich beleidigen? Verzeiht. Das war nicht meine Absicht. Oh. Was für eine eigenartige Waffe ist das? Ein Drehgewehr. Woher hast du es? Von einem Franken. Gekauft? Er hat es mir geschenkt. Silber? Ja, aber... Bist du sicher? Ja. Auch ein Geschenk? Das geht dich nichts an. Ach, ein schönes Stück. Das ist schon fast eine Erbschaft. Lass das liegen. Ich will es nur mal sehen. Leg das Buch hin. Kannst du das lesen? Leg das Buch hin, oder? Wie den Franken, im Wadi Tafawi.
Was willst du damit sagen? Ich habe es schon gesagt. Außerdem bitte ich deinen Begleiter, das Gewehr aus der Hand zu legen. Sonst könnte es sein, dass das meines Begleiters losgeht. Und meins auch. Hast du Sand in den Ohren, dass eine höfliche Bitte nicht in dein Inneres gelangt? Was will diese Kröte? Dass dein Begleiter das tut, worum ich ihn gebeten habe. Und zwar sofort. Sonst könnte es sein, dass ich ihm den Gehörgang durchpuste. Woher hast du diese Sachen? Das geht dich nichts an. Oben im Wadi Tarfawi liegt ein Toter. Du hast ihn umgebracht. Und wenn es so wäre, was kümmert's dich? Ich werde ihn rächen. Dann suche den Mörder. Ich kenne seinen Namen. Hat der Tote ihn dir gesagt? Ja. Dann bist du ein Zauberer. Manchmal. Ich glaube dir nicht. Ich werde es dir beweisen. Kennst du mich? Ich habe dich nie gesehen. Hast du mir deinen Namen genannt? Nein. Eine Stimme sagt mir, wer du bist. Ich höre nichts. Aber ich. Dein Name ist Hamd El-Amassad. Die Stimme lügt. Und das ist auch der Name des Mörders. Mein Name ist Abu En-Nasser. Glaubst du immer noch nicht, dass wir zaubern können, du stinkender Kamelmörder? Oder muss ich dir erst eine Kugel zwischen die Rippen zaubern, damit du begreifst, dass eine Kröte nicht schießen kann? Was wirst du mit den Sachen machen? Ich werde sie dem Verwandten des Toten zurückgeben, wenn ich sie finde. Ich vermute, dass du sie nicht suchen wirst. Ich vermute, dass jetzt höchste Zeit ist, diese Schakale in die Jena zu schicken. Soll ich etwas nachhelfen, Sidi? Ich glaube, dass sie den Weg dahin ganz alleine finden werden. Du lässt mich und meinen Begleiter gehen? Ja. Aber hütet euch davor, mich irgendwann wiederzutreffen. Wohin reitest du? Zum Bir Saoidi. Du gestattest, dass wir uns entfernen? Ja. Du kannst dein Gewehr ruhig mitnehmen. Aber Finger weg vom Abzug. Sonst könnte es sein, dass du die Hölle ohne Umweg erreichst. Assalamu alaikum. Kennst du den Vogel Strauß? Ja. Der ist dumm. Sehr dumm. Und? Verzeih mir, Sidi, aber du kommst mir vor wie dieser Vogel. Weshalb? Weil er diese Schurken laufen lässt. Ich kann sie doch nicht einfach töten. Warum nicht? Mein Glaube verbietet mir das. Verzeih mir, Sidi, bist du da ganz sicher? Ja. Das gilt für alle Christen? Für alle. Wir werden die beiden verfolgen und wo es möglich ist, einem ordentlichen Gericht übergeben. Aber warum reiten wir nicht nach? Sie werden den Bir Saoidi erreichen und von da nach Gebiel. Sie haben gelogen. Sie reiten nach Sedada. Um uns zu täuschen, müssen sie einen großen Umweg machen. Den brauchen wir nur noch abzuschneiden. Außerdem brauchen unsere Tiere etwas Ruhe. Stimmt. Ich wollte über das Erlebte nachdenken. Aber wer vermag das schon in der Glut der Sahara? Ich schlief wider Willen ein. 2 Stunden später waren wir wieder im Sattel. Wie erwartet stießen wir auf die Spuren zweier Pferde, die von Osten nach Westen führen. Halef, kennst du diese Spur? Wahrhaftig, du hattest recht, Sidi. Nicht ganz. Sie haben sich anders entschlossen. Das ist der kürzeste Weg zur Grenze. Dann müssen Sie über den Schott. El Jerid. Das werden Sie nicht wagen. Sie wollen uns auf alle Fälle abschüttern. Und das ist die beste Möglichkeit. Das ist der Weg zur Hölle. Komm, wir dürfen keine Zeit verlieren. Tja, ja. Hot, hot, hot. Seitig. Alle. Gesegneter des Propheten. Sadek, verzeih, dass die Stürme wie der Winter scheitern, der die Palmen entwurzelt und die Felsen aufheulen lässt. Aber wir sind auf der Spur zweier Männer, die uns hierher geführt haben. Meinst du die Besitzer der Pferde? Sie sind auf dem Schott.
Die meine ich. Sie hatten es so eilig wie du und wollten sofort nach Vetnassa. Warum führst du sie nicht? Es ist doch schon viel zu spät. Der Weg ist nachts zu gefährlich. Dann sind sie allein aufgebrochen. Nein, das ist unmöglich. Ohne Führer würde jeder Fremde schon nach wenigen Schritten vom Weg abkommen und rettungslos im Schott versinken. Das weißt du doch. Dann führt sie Omar. Omar ging heute früh nach drüben. Morgen geht er zurück. Sie boten viel Geld und ihre Pferde für die Führung. Und Atem Radekim ließ sich überreden. Er führt sie hinüber. Sag ich, du musst uns helfen. Wer sind die Männer? Mörder. Vergossen sie das Blut eines Stammes? Nein, das eines Fremden. Dann kümmere dich nicht um diese Männer. Es taugt nicht, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen. Aber wer ist der Effendi, der mit dir ist? Allah Kerim! Sidi, verzeih mir, dass ich in der Eile vergessen habe, dich vorzustellen. Ich verzeih dir. Das ist mein Freund Sadek, der Vater meines Freundes Omar, der sich bereit erklärt hat, uns zu führen. Und das ist Kara Benemsi, ein großer Alem aus dem Abendland, der die Spuren im Sand lesen kann und mit den Vögeln redet. Er ist mein Herr und Freund und ich soll ihn zum rechten Glauben bekehren. Ich danke, dass du uns helfen willst. Ist es erlaubt, die Tiere bei dir unterzustellen? Du kannst es ohne Sorge, Effendi. Gestatte, dass ich ein paar Vorbereitungen treffe, denn wir werden nach dem Schott übernachten müssen. Beim besten Willen konnte ich mich nicht daran erinnern, jemals mit Vögeln geredet zu haben. Aber es war aussichtslos, Hatschi Halle von solchen Behauptungen abbringen zu wollen. Die Verbrecher hatten einen nicht unbeträchtlichen Vorsprung, wenn man bedenkt, dass es manchmal sehr mühsam ist, auch nur ein paar Meter vorwärts zu kommen. Niemand kann es diesem Stück Wüste ansehen, dass bei jedem Schritt der Tod auf ihn lauert. Ein lautloser, gnadenloser Tod. Der Anblick dieser tückischen Fläche ließ mich erschaudern. Fertig. Gut. Meinst du nicht, dass wir vermeiden können, dahin überzugehen? Willst du die Mörder entkommen lassen? Nein, Sidi. Allah wird uns beschützen. Du kannst mir sicher sagen, welche Bedeutung diese Stangen haben. Ja, natürlich, Effendi. Mein Vater war schon Führer auf dem Schott. Für jeden, der das Ufer nicht mehr erreichte, hat er eine Stange in den Boden gesteckt. Die letzte habe ich für ihn aufgestellt. Folgt mir.